Es ist eine Tradition, dass der Trauzeuge bei der Hochzeit eine Rede halten soll. Ich wurde darum auch gebeten von Eddie. Deswegen möchte ich jetzt eine Rede halten. Liebe Victoria, liebe Elsa, liebe Eltern des Brautpaares, liebe Verwandten, Angehörigen, Freunde, liebe Passanten, die auf der Straße angesprochen sind und mit Geld geködert wurden, dass sie diese Feier zu einem würdigen Rahmen feiern. Es ist eine Tradition, die auch besagt, dass der Trauzeuge in seiner Rede den Bräutigam in den Schmutz zieht. Das ist eine Tradition, die vor allem in England gang und gäbe ist. Man macht Witze über das Vorleben des Bräutigams. Und ich habe mir deswegen überlegt vorher, ich könnte euch jetzt erzählen von diesem Anfang dieser Freundschaft zwischen Nelson und mir. 1981, als er in die Hildegard von Bingen Schule kam, praktisch direkt aus London. Und der WCR ist dadurch auch viel, dass er pausenlos Explosionen von Gebäuden zeichnet sich im Unterricht. Als Eddie Klamotten trug, die sogar einem modisch schwach belichteten Menschen wie mir bisweilen die Schamesrute mit Macht ins Gesicht zieht. Aber ich habe mir überlegt, ich werde all dies nicht tun, kein Wort davon, weil ich einfach euch beiden, Edzard und Victoria, euch beiden lieben Menschen mit diesen wunderlichen Vornamen. Verbunden bin. Ich fühle mich euch unglaublich verbunden in Freundschaft, in Respekt, großer Achtung, in einer Art Liebe und in tiefer, tief empfundener Nachbarschaft. Deshalb habe ich ein Lied geschrieben. Und ein Lied, das man schreibt für eine Hochzeit, das heißt ja eigentlich, dass man es nur einmal singt. Es ist sehr schade, weil man ein bisschen Arbeit hatte damit. Hat aber einen ganz großen Vorteil, wenn man, wenn das Lied scheiße ist. Ja, das hat den großen Vorteil, dass man es dann nur einmal singen muss. Jetzt bräuchte man, hört man von der Gitarre irgendwas? Es ist eigentlich ganz gut, wenn das nicht so ist. Es wäre besser, wenn man die Gitarre nicht hört. Achso, das Lied muss nicht an, doch. Wir haben hier Fachleute am Start. Okay, also Gitarrespielen ist wirklich nie meine Stärke gewesen. Darum habe ich dann diese kleine Cappella-Kombo mitgegründet. Außerdem, wenn ich jetzt so stehe, kann ich das Textblatt nicht sehen. Müssen wir eigentlich einen Umsteller dann vielleicht auf die andere Seite stellen. Okay, also ein Lied für euch und für heute. Ich habe überlegt, so ein kleines Einsummen zu machen. Das machen viele Popstars, Shania Twain zum Beispiel. Aber dann kann ich die Akkorde nicht mehr treffen. Also ich fange jetzt mal an. Wahrscheinlich, ich probiere es mal. Okay. Eine Frau, so herrlich anzuschauen. Eine Frau, bei der die Männer sich kaum trauen, sie einfach anzusprechen. Irgendwie das Eis zu brechen, deren Schönheit irgendwie den Raum erhält. Witzig, nett, patent und fast zu gut für diese Welt. Eine Frau, mit der man gerne Zeit verbringt, der man Liebeslieder singt, die einem in die Seele lacht, die einen glücklich macht, die einfach eine Traumfrau ist. Und wunderbar, eine solche Frau ist die Victoria. Eddie, du hast so ein unfassbares Glück, denn eine solche Hauptdarstellerin in dem Theaterstück des Lebens suchen andere vergebens. Ein Mann, der beinahe alles kann, ein ganzer Kerl mit allem drum und dran, ein Mann zum Pferde stehlen und des Nachts zum Sterne ziehen. Einer, der sich selber nicht so wichtig nimmt,
der auf der Erfolgswelle ganz oben steht. Ein Mann, der auf der Sonnenseite steht, mit dem die Zeit im Flug vergeht, der nie den Spaß vergisst, der charmant und clever ist, einfühlsam und männlich und ein wunderbarer Mix. Von alledem hat Eddie leider nichts. Vicky, ich wünsch dir heute trotzdem viel Glück. Sei tapfer, denn du weißt ja selbst, jetzt gibt es kein Zurück. Nenn es einfach Kult, du bist ja selber schuld. Jetzt kommt noch der erste Teil. Wie dem auch sei, ich wünsche euch, dass ihr zwei verbunden bleibt und trotzdem frei, dass ihr euch liebt und ehrt und dass ihr euch noch begehrt, wenn sich das Leben längst in die Gesichter schreibt. Ich wünsche euch, dass ihr glücklich und zusammen bleibt. Ihr beiden seid in guter und in schlechter Zeit ganz sicher mindestens zu zweit. Das dürft ihr nie vergessen, lasst euch nicht vom Leben stressen. Bleibt einfach, wie ihr seid, dann kann nicht viel passieren. Ich möchte euch von Herzen gratulieren.